Wahnsinnig interessante Informationen hier zum Auftakt von Fürnüsse Folge. Ich weiß gar nicht, wo sind wir? 12? 12, glaube ich. 12. Ja. Ein Dutzend. Herzlich willkommen auch von meiner Seite bei Fürnüsse mit Klaus. Und ich hab hier noch niemanden willkommen geheißen. Und? Dirk, doch, du hast. Doch. Wir hatten schon. Neben mir sitzt Klaus und da ist Klaus. Und irgend so eine Geschichte hatten wir schon ein paar Mal. Ja, aber du hast gerade angefangen. Und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ach so, okay. Hm. Ja. Echt, du hast noch nie mal... Doch schon, aber da jetzt nicht. Also für die, wir müssen doch, wenn, dann die Leute in jeder Folge aufs Neue willkommen heißen. Ich dachte, ich mache immer sowas, herzlich willkommen. Ja. Diese Erinnerung, dieses Schwinden. Nee, du machst das schon, aber ich halt nicht, ja. Speziell in dieser Folge, deswegen. Klaus Schatz, wie geht's dir? Seite. Fantastisch. Deine Stimme klingt so ein bisschen, ja. Ich sag mal, belegt. Mit. Hm. Oh, jetzt ist mein Teebeutel geplatzt. Scheiße, ey. Ah, wie ist die Welt, die Showmaster-Welt? Ah, Gott, ich hab einen neuen Job angefangen in der Hölle. Ja, Klaus ist nämlich jetzt Teilzeit-Showmaster. Und ich bin total neidisch. Ja, weil ist super. Ich mir immer vorstelle, das muss wie die Anfänge von Werner Schulze Erde sein. RTL-Kantine, morgens um 10, Frikadelle, Korn. Keine Lust, 5 Sendungen stehen noch für den Tag. Man versteht auf jeden Fall, wie Leute so zum absoluten Soziopathen werden. Und ist man auch leichter geneigt, einfach mal so ab Mittag einen Scotch zu trinken oder so? Ja, ich bin ja nicht so lange da. Ja, aber wenn das so weitergeht, gib dir noch einen Monat. Wenn ich wieder besser bei Gesundheit bin, ja, dann glaube ich, mache ich das. Oder so mal so ein... Sag mal, lallst du bei der Moderation? So ein kleines Nase Aufputschmittel vor der Show. Schmeiß Dialekt. Ja. Naja. Okay, also weiter gibt's da nichts zu sagen. Ja, weiß ich nicht. Also ich am besten Fall, zum Beispiel hast du gestern gesagt, du solltest mal ein bisschen auf deine Kleidung achten, mehr bügeln. Musst du jetzt die Hemden kaufen oder haben die irgendwann so eine Art? Moderator. Ja, mega wichtig. Es ist jetzt erstmal alles so in Ordnung, was ich da habe. Das ist ja nett. Schon ein bisschen assi, oder? Ich habe so gedacht, ey, dann sollen die halt alles, wenn die wollen, dass du ein Glitzerpferd kommst. Denke, und so, der Anzug ist irgendwie nicht so, ja, dann holt halt einen Anzug. Ja, genau. Also, ja, nee, hast du keinen Anzug? Nee, ich trage nie einen Anzug. Jörg Dreger hat damals die roten Dinger auch nicht gekauft. Ah. Alter, hätte er nicht gekauft. Vielleicht nachher im Bestand. Und zufällig haben sie dann gesagt, ey, du bist ja genauso rot im Anzug wie der Zonk, oder was? Jörg Dreger kommt ans Set von Geh aufs Ganze und sagt, mal, kann ich die roten Anzüge eigentlich mitnehmen? Ja, Jörg, aber sag uns erst, sind sie hinter Tor 1, Tor 2 oder Tor 3? Du kannst mir Stochastik wieder erklären. Ach, nee, ich habe jetzt keine Lust auf das Ziegenproblem, das kann man für eine andere Folge aufbewahren. Aber wenn das erste Tor weg ist und es war nicht das, was ich gewählt habe, richtig, dann habe ich eine 66,6%ige Chance. Wenn du wechselst. Wenn ich wechsle? Wenn du wechselst. Das, hä, wieso? Oh, jetzt sag ich mal, ich muss es doch erklären. Okay, ja. Also, du hast 3 Tore. Hinter 2 sind Trostpreise. Hinter einem ist der Hauptgewinn. Ach so, hinter 2 sind Trostpreise. Naja, okay. Also, jetzt sagen wir mal, es ist nicht... Nee, einer ist der Zonk und 2 sind Trostpreise, nicht? Oder gibt es immer einen Hauptpreis? Ist der Zonk der Hauptpreis für dich? Nein. Warum sagst du denn, einer ist der Zonk und 2 sind Trostpreise? Naja, weil da manchmal doch auch nicht so eine Knallerpreise waren, sondern, ja, genau, keine Ahnung, Wochenende auf Rügen und sowas. Naja, genau, aber das ist halt, also... Ich gehe davon aus. Der zweite ist... Also man rechnet immer mit einer unterschiedlichen Gewichtung der Preise, also oder sind, was? Nee, es sind 2 Pimmelpreise da. Könnte man nicht sagen, einfach 2 Preise und ein Zonk? Ist das nicht leichter? Oder ja, aber dann ist der Zonk bei dir doch der Hauptgewinn. Nein. Ja, dann nicht wechseln, wenn das so aufgebaut ist. Aber dann habe ich 66,6%, wenn ich nicht wechsle. Wenn beim ersten Mal schon... Nee, Quatsch, wenn beim ersten Mal der Zonk ist... Nee, Quatsch, wenn beim ersten Mal ein Preis ist. Und dann nur noch Zonk und Preis. Wenn du es andersrum machst, ja. Wenn ich es andersrum mache. Ja, naja, eigentlich das Originalproblem ist ja, es gibt 2 Nieten und einen Hauptgewinn. Ja, genau. Stimmt. Das heißt, am Anfang habe ich 33,3%. Genau. Und dann habe ich gewählt und dann ist eine Niete. Das heißt, jetzt gibt es noch eine Niete und einen Preis. Richtig. Und dann habe ich 66,6, wenn ich wechsle? Richtig. Why? Weil die Chance, dass du mit dem ersten Tipp falsch liegst, 66,6% ist. Und die Chance bleibt erhalten, auch wenn ein anderes falsches Tor aufgedeckt wird. Weil es mehr Zonks als Gewinne gibt. Weil der Moderator, pass auf. Also, es gibt ja nur 3 Szenarien. Du hast ein falsches Tor. Du hast das andere falsche Tor. Oder du hast das richtige Tor.
So, jetzt gehen wir mal den ersten Weg. Du hast, ich nicke. Du hast falsches Tor Nummer 1, der Moderator deckt falsches Tor Nummer 2 auf, du wechselst, kommst zum Hauptgewinn. Zweiter Weg. Du hast falsches Tor Nummer 2, der Moderator deckt falsches Tor Nummer 1 auf, du wechselst, kommst zum Hauptgewinn. Dritter Weg. Du hast den Hauptgewinn gewählt, der Moderator deckt falsches Tor Nummer 1 oder 2 auf, du wechselst und bist bei einem falschen Tor. Und du siehst in diesem Wahrscheinlichkeitenbaum, in 2 von 3 Pfaden kommst du mit einem Wechsel zum Hauptgewinn. Ah. Ah. Das Ziegenproblem. Nice. Oder das Saarland-Problem. Das Saarland-Problem, ich glaube, die ist gerade zur Kanzleramtssprecherin geworden. Ach, stimmt. Frau, ich scheiß euch vor den Karrenbauer. Nice. Ja, hast du sonst noch eine Frage? Ich habe überhaupt keine Frage, aber wir haben eine Zuschauerfrage bekommen. Nein, echt? Ich sage bewusst Zuschauerfrage, weil jemand, der uns zuhört, der kann ja unmöglich noch kohärente Fragen formulieren. Also das heißt, wo standen die? Die standen auf Twitter. Nice. Wenn ihr eure Zuschauer... Warum habe ich da keine Nachricht gekriegt? Das wahrscheinlich gelöscht. Fragen auf Twitter stellen. Ich hab neulich mal ein paar Twitter-Notifications ausgeschaltet. Wir teilen uns einen E-Mail-Account. Nein. Es gibt hier nur einen für Nüsse-Account. Es gibt nur einen Rudi für Nüsse. Wie, und das heißt jetzt ausgeschaltet, dass ich jedes Mal schauen muss? Wenn nein, aber ich habe es jetzt... Ist mir aufgefallen, dass du nicht mehr alle 2 Minuten eine E-Mail von Twitter bekommst. Mit, wussten Sie, dass aber ein Kommentar kann Felix Pimmelmeier, das sollte eigentlich auch noch an sein. Ach, da muss ich da mal nachschauen. Ich guck mal, vielleicht habe ich... Egal, wer egal, hat denn was geschrieben? Warte. Bin ganz gespannt. Unser einziger interaktiver Zuschauer. Ach, Mr. Brown. At the Oscar Brown, ganz geschrieben. Nummer 2. Telegram, WhatsApp, Wire, Threema, Brief, Messenger, Smoke Signals. Wie soll ich meine Freunde erreichen? Hat er vielleicht heißt die App auch gar nicht Brief, sondern er meint einen Brief. Gibt es eine App namens Brief? Oder Brief? Brief und Smokes. Ja, okay, ist ja geil. Ja. Ja, ja lustigerweise habe ich ihn gestern gesehen in einem wunderschönen Musikvideo. Ich habe sehr geweint. Ah, also wieder mal nach Yvonne Katterfeld-Videos gesucht in deiner Freizeit? Ich dachte, es war Jenny Biedermann. Dann erklär mir mal den Unterschied zwischen den beiden. Die Größe. Und eine war einer Maxim, die andere nicht. Und die eine hatte diese riesigen Froschaugen, die so, wo du ein Lineal dazwischen legen kannst, bis das eine Auge... Ist das jetzt nicht Annette Louisanne, über die du redest? Nee, die werden es spielen. Es ist tatsächlich gerade so ein Wüstenstrauch in dieses Studio gerollt. Man hat auch live gehört, wie so ein Tumor bei mir im Gehirn entstanden ist. Ja, ich denke mal, es liegt an diesen komischen Wurzeln, die du jeden Tag futterst. Ja, also was sind unsere Apps nach Wahl? Was sind die besten Apps, um eure Freunde oder Feinde zu erreichen? Naja, nicht die besten Messenger-Apps, oder nicht? Ja. Naja, ich meine, es gibt ja auch irgendwie, keine Ahnung, diese ganzen Live-Ticker, bla bla bla, da kann man sich auch irgendwie verbinden zu irgendwelchen Gruppen und dann darüber miteinander schreiben. Redest du jetzt über deine Bitcoin-Connect-Gruppe bei Telegram? Na, ich bin jetzt in der Gold-Diamond-Group. Das sind die ganze verzweifelt. Können wir vielleicht noch eine Mine eröffnen irgendwo in Gambia? Also wir schreiben sehr viel mit Ausrufezeichen. Das ist so der... Freunde, ich suche ganz dringend einen Weg raus aus den Schulden. Freunde, Ausrufezeichen. Ich? Hallo. Ja. Ja. Vielleicht können wir ja mal ganz kurz über Threema reden, die schlechteste Messenger-App. Nur weil ich die so lange genutzt habe und du mich hier was wieder für ein Dreck, möchtest. Die langsamste und dümmste und unfunktionalste App von allen, Threema. Aber dafür kostet sie Geld. Ich verstehe gar nicht, wo der Unterschied ist zu anderen Apps, weil die halt auch Fotos, Videos, also alle möglichen Medien unterstützt. Oder? Die ist langsam. Ja, aber vielleicht liegt es auch an deinem Rechner oder an deinem Handy. Langsam. Nee, die anderen Apps sind halt auch schneller. Gut, jetzt haben wir es echt fundiert gerade ausgesprochen. Es ist langsam. Die braucht halt ewig, bis sie startet. Ja. Freund der Show, Dr. Ranjit, wird mir da recht geben. Ja gut, müsst jetzt nicht Leute holen, die keine große Meinung haben. Ja gut, Bereich da kommen dann, sag mal, was warum sollten Leute Threema nutzen und dafür 1,99 oder 2,99 zahlen? Einmalig in ihrem Leben, ja. Einmalig in ihrem Leben. Ich weiß nicht, wie viel du Geld schon ausgegeben hast für Briefmarken oder Telefonanrufe oder so. Ich gebe gar kein Geld für Telefonanrufe aus. Ja, genau. Wenn wir auf dieser AfD-Ebene diskutieren, dann
kann ich ja eh sagen, dass alles, was du sagst, Verschwörungstheorien. Hey, komm, dann sag doch mal. Und die Hitler-App die schönste ist. Ist die eigentlich online? Der Reichsmessenger. Hm. Ja, welche ist die beste Messenger? Ihr sagt doch, ja, wir können ja mal durchgehen hier. Also, ich kenne gar nicht alle. Du kennst ja auch nicht alle. Nee, also Brief würde mir nichts sagen. Vielleicht ist ein Brief auch. Vielleicht ist auch ein Brief gemeint. Ja, schreibst du noch Briefe? Generell selten. Sehr selten. Aber es passiert tatsächlich noch. Das mache ich jetzt noch schon gar nicht mehr. Ach, scheiße. Das Gute ist, er hat sonst immer einen Bleistift und einen kleinen Stift in der Hand versucht, damit zu moderieren. Jetzt hat er es mit einer Teetasse probiert. Ergebnis, nasses Handy. Nasse Hose ist ja eh voll schon gewesen. IP67. Ja, das steht auf deiner Hose drauf. Gottes Willen. Bedeutet das saugstark? Übrigens, dein Kabel tropft. Weiß nicht, ja, ob das sein soll. Wundervoll, absolut wundervoll. Ah. Vielleicht ist es auch einfach deine Nase. Vielleicht hast du einfach gerade mal 3 Sekunden nicht geschnäubt und schon läuft's. Nee, so, also, ja, du schreibst noch Briefe. Aber Ich habe gesagt, aber selten ist ja noch. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, letztes Mal einen Brief geschrieben. Aber es gibt ja Leute, die sich nicht mehr erinnern können. Wann? Ich zum Beispiel. Ja. Also, ich wüsste nicht, wann ich einen Brief geschrieben habe, der nicht anfing mit liebes Finanzamt. Mhm. Oder liebe Hausverwaltung, das Dach fällt mir auf den Kopf. Ja, wieso, ist ja auch ein Brief. Ja, aber ja. Ich meine, das ist nur, weil ich das nicht per Mail machen kann. Mahnung oder irgend sowas. Ja. Ja. Ja, stimmt. Doch, das habe ich neulich gemacht. Siehst du? Liebe Kundin, bitte fick dich und zahl dein Geld. Da musst du aber ausdrücken und handschriftlich deine Unterschrift unterlegen, oder? Ja. Oder ist es so ein Signature, bla, und du kannst was heißt Mahnung? Zuerst mal schickst du eh eine Zahlungserinnerung. Das ist ja alles so ein bisschen wischiwaschi. Ja, aber es gibt ja immer noch die Leute, die es nicht ganz auseinanderhalten können. Dann kriegst du Mahnung, Zahlungserinnerung. Weil ich denke, hä? Ja, oder wie viele Privatfirmen sagen gleich so, ja, aber wenn das Geld nicht in 3 Tagen da ist, dann kommen wir mit dem Insolvenzbüro. Naja, aber ja, das könnt ihr ja machen, könnt ihr ja bezahlen. Aber, wie viele Leute ist halt rechtlich nicht bindend. Sind halt psychisch beeinflussbar und lesen das und sagen, oh Gott, die haben vermutlich recht. Ja, auch die schicken das ja auch so massenhaft dann so an irgendwelche akquirierten Adressen raus, einfach in der Hoffnung, dass irgendjemand das einfach bezahlt, weil das sind ja auch oft Beträge so 6,07 €, die gucke ich gar nicht nach. Ja. Wird schon irgendwo. Ich habe gestern zum Beispiel eine Mahnung bekommen, oder vorgestern, für Steuern, also Kraftfahrzeugsteuer. Ah. Für mein Moped. Ja. Ich dachte, das wäre ein Dauerauftrag, den ich irgendwie eingehe, aber war wohl nicht so. Dann gesagt, Freundchen, mal schnell, sonst 37 €, ne? Da können wir schnell mal jemanden vorbeischicken. Der nimmt deine Röhre mit. So, also ich habe mal 37 €. Was könnten wir hier mit einem Kuckucksaufkleber versehen bei Ihnen? Eine Schuhe vielleicht. Ihre Sammlung exotischer Seifen. Ah, ob das alles Seifen sind. Ja, also ich denke mal in Deutschland, also es geht ja hier, er hat ja alles geschrieben. Ja, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, das ist dir wahrscheinlich auch schon länger nicht passiert, aber jetzt habe ich halt auch so ein Ersatz-Smartphone, aber als das jetzige Smartphone abgekackt ist und ich mir dann irgendwie zwischendurch so ein ganz billiges Ersatz-Handy geholt habe, das war, also es ist natürlich auch mal persönlich unterschiedlich, aber es war für mich schon eine Erleichterung. Also ich fand diese Tatsache, dass ich nur telefonieren und SMS schreiben kann, irgendwie echt gut. Ja, ich meine, für mich ja sowieso, ich hatte ja vor dem Smartphone überhaupt kein Smartphone. Stimmt, du hattest ja lange kein Smartphone. Genau, ich hatte bis 2014, hatte ich noch so ein Samsung Touchscreen-Telefon, was aber kein Smartphone war. Aber es hatte schon so App-Funktionen? Nein, keine Apps. Aber du konntest ins Netz oder so. Ich konnte ins Netz gehen, also wie ich auf einem Sony Ericsson auch ins Netz gehen konnte. Ja. Also das scrollst du dich halt ewig durch irgendwelche Seiten draus. Ja. Naja, aber es ist ja halt auch wieder ein bisschen Thema, so dieses Runterfahren, Downsizen, so ein bisschen Entschleunigen, dass halt genau das schon passiert, alleine wenn ich halt 90er-Jahre-Technik nutze. Dass du schon denkst, ah. Das war doch bei Lidl neulich im Angebot, das Retro-Telefon. Ja, das ist ja, das fand ich ganz interessant, weil das ja halt, das Geile ist ja auch, dass diese jetzigen Nachbauten von irgendwelchen oder beziehungsweise jetzigen Handys, die explodieren ja mit ihren Akkuleistungen. Also ich habe letztens bei Amazon wurde mir halt so ein Outdoor-Handy empfohlen, weiß auch nicht warum, so Stoßspritzwasser, beziehungsweise konntest du eine halbe Stunde unter Wasser damit sein und das Ding hatte eine Akkulaufzeit nicht in Stunden, sondern in Tagen angezählt und zwar 30 Tage. Und war halt auch irgendwie als separater Akku für Smartphones noch gedacht. Also kannst damit auch noch weiter irgendwas anderes laden. Und das hatte halt eine normale, weiß nicht, 5110 Größe oder so.
Also na gut, also 30 Minuten unter Wasser ist gar nicht mehr so neu. Also das können Smartphones auch in der Regel jetzt. Ja, aber wenn du dir halt so ein einfaches Handy holst. Was mich tatsächlich da mal interessieren würde, ist, ob die mit Nano-SIM-Port daherkommen. Ach so. Weißt du, dass halt, dass du halt wirklich sagen kannst, du, oder du holst dir das schnell mal als Ersatz, aber dass du halt nicht dann rumfummeln müssen, jetzt brauche ich hier so einen SIM-Adapter. Ja, stimmt. Weil das würde ja tatsächlich wirklich Nano schon, dass das weit verbreitetste gerade. Ja, genau. Oder Mikro. Ja. Ich glaube, Nano ist noch kleiner. Aber nicht meine, aber was am weitesten verbreitet ist, ist doch. Ich hätte Nano gesagt, ja. Aber ich habe auch so ein. Genau das habe ich nämlich gemacht. Ich musste mir erstmal so einen SIM-Adapter holen, damit meine Nano-Karte mit Adapter dann in das normale Handy wieder reinpasst. Aber ja, jetzt habe ich halt eins und das kostet halt irgendwie, weiß nicht. Ist ja auch nur so ein Plastikgehäuse, ne? 2 Euro oder sowas. Genau, halt aber in der Regel hast du sowas ja nicht mehr als erstes Smartphone. Und dann wäre es halt einfach praktisch, wenn du es wirklich nur so kurz mal wechseln könntest. Du fährst jetzt, sagen wir mal, in Urlaub. Ja. Weißt jetzt, du hast jetzt mal 3 Tage in der Natur, nichts zum Laden. Mhm. Einfach SIM-Karte raus. Ja, stimmt. Handy wechseln. Die beste, ne? Aber SMS schreiben kann man ja auch noch auf den alten. Das ist lustig auch. Das ist meist, wenn ich irgendwie eine neue Nummer aufschreibe, einspeichere, sowas, dann schreibe ich meist diese Person das erste Mal mit per SMS an. Weil das meistverbreitetste ist ja in Deutschland immer noch, was ist immer noch, ist ja WhatsApp. Also 70% aller Smartphone-User nutzen WhatsApp. Und deswegen. Das kommt mir sogar noch niedrig vor. Also das war auf jeden Fall, habe ich das letztes Jahr definitiv gelesen, irgendwie Spiegelblase und langer Bericht, da waren 70%. Aber ich finde das schon, also weil ich jetzt zum Beispiel meinen Freundeskreis, in Hannover wahrscheinlich, aber hier in Berlin gar nicht irgendjemand kennt, der WhatsApp nutzt. Die haben sich ja wirklich so zum Markenzeichen gemacht, der SMS den Rang abzulaufen. Ja. Also die auch vom Logo her, was eben an die SMS-Logos und an der Nachrichten-Apps auf Telefonen erinnert und halt wirklich einfach, die sind ja synonym geworden für Messenger-Nachrichten schreiben. Was viele nicht wissen, weil sie einfach AGBs nicht im Ansatz lesen, aber ich ja jetzt auch nur durch irgendwelche Berichte, weil sonst auch nicht interessant, dass du ja automatisch deine Daten an Cambridge Analytica schickst. Genau. Und also an Dritte weitergibst und nicht nur deine, sondern du gibst halt ja alle deine Daten deines Handys frei, also alle Nummern deiner Freunde. Und deswegen, also ich habe schon öfter halt irgendwelche bescheuerten Werbetelefonanrufe aus dem Ausland gekriegt oder mal eine SMS oder sowas. Und dann habe ich mal gegoogelt und dachte, wo habe ich denn meine Nummer abgegeben? Das ist doch, also mache ich nirgendwo, außer ich bin irgendwo fest und bla. Und dann habe ich halt das gelesen, von wegen, dass mit der Nummer etliche Telefonfirmen sich da im Ausland irgendwie dann bereichern. Und das ist ja in den AGBs verankert. Und da kann ich halt alle meine Freunde dann bedanken, die da halt WhatsApp nutzen und sagen, von wegen, hier, deine Nummer habe ich auch weggepupst damit. Da gab es dann so ein schönes Urteil irgendwie in Bayern, da hat halt so ein Gericht so einen 11- oder 12-Jährigen, der WhatsApp nutzen wollte, verdonnert, dass er jedem einen Brief schreibt mit der Bitte, ob er WhatsApp nutzen darf. So, weil das halt irgendwie in der Schule so auffällig ist, dass er damit so rum, und dann wollten sie ihn irgendwie Handy einkassieren, dann hat er rumgestresst und bla, und dann ging es halt richtig groß hoch. Und er hat dann tatsächlich losgelegt und hat dann irgendwie in seinen jungen Jahren schon über 200 Einträge gehabt oder was und seine Briefe dann x-fach kopiert und unterschrieben sowas und die meisten haben gesagt, nee, darfst du nicht. Und das war halt auch einfach nur so. Aber dann kann er doch die Kontakte löschen, theoretisch, wenn er findig wäre. Aber er ist ein Bayer, gut, das haben wir schon gesagt. Ja, ich meine, aber wenn es halt echt Freunde sind und sowas, mit denen du ja genau das nutzen willst, darüber kommunizieren willst, und er hat sich ja wie viele anderen auch keinen Kopf drüber gemacht. Also ich würde mal so behaupten, an den 99% machen sich keinen Kopf drüber, was diese Messenger halt bedeuten mit deinen Daten und was damit passiert. Weil sie sagen, ja, betrifft das mich, mir egal, wollen wir machen. So, und? So, und dann im Umkehrschluss dann gerne mal so rumschreien wegen, weiß nicht, die großen Firmen, die keine Steuern zahlen, sonst was, wie gemein das ist und so. Aber dann. Das ist übrigens auch gar nicht so viel, was man da so an Geld spart. Also irgendwie ist mal so Facebook, diese ganzen Facebook-Werbung und diese ganze Datensammeln, so viel sind die Daten gar nicht wert, die man da preisgibt. Also wenn jeder irgendwie 12 oder ich weiß nicht, ob es 12 oder 20 waren, aber irgendwie so in dem Rahmen pro Jahr bezahlen würde, könnte man sich diesen ganzen Datenquatsch sparen. Ja. Also so viel sind die Werbedaten von uns alle auch nicht wert. Also es ist nur einfach nur wirklich, dass die Leute halt inzwischen dazu geneigt sind, alles, was nicht umsonst ist, als zu teuer zu bewerten. Ja, genau. Was ja dann halt auch ein bisschen Threema beinhaltet. Ja, so. Aber das ist dann, halt auch, dann müsste es halt passieren. Einen monatlichen Beitrag kosten und nicht einen Festpreis. Weil die Server ja unterhalten werden müssen. Ja, das stimmt. Irgendwie, ich glaube aber schon, dass das Unternehmen
noch was anderes laufen lässt, außer Threema alleine. So, weiß nicht. Aber ich mochte es auch nicht, weil es keine Anbindung an eine Computer-App gibt. Aber das gibt es ja mittlerweile. Echt? Nicht für Mac? Okay. Also gab es dann irgendwann mal so eine Nachricht von wegen, kannst du jetzt halt auch. Also ich meine, die meisten kannst du halt auch, da gibt es dann verschiedene Versionen, dass du halt irgendwie dir quasi so eine App für einen Rechner runterlädst oder dass du dann direkt online nutzt, ne? Dass du dann halt einfach nur, ich glaube bei Telegram ist es so, dass du dann halt nur deine Nummer eingibst und dann kriegst du halt via Helikopter. Ist es hier mein? Ich schalte mal jetzt meine Daten aus. Entschuldigen uns für die Störung. Ja, ich schalte nochmal. Ah ja, jetzt ist es weg, bevor ich hier was gemacht habe. Okay, bist du nicht im WLAN? Ich ja. Mega spannende Diskussion. So, jetzt nicht mehr. Ja, da gab es halt, da schickst du halt dann irgendwie deine Nummer und dann kriegst du halt irgendwie so einen Code. Den vierstelligen Code, ja. Genau. Der Klassiker. Und ich glaube, das ist halt überall so, ne? Ja. Dass du halt erstmal die Webversion die schnellste Version ist, dich da halt irgendwie quasi im Netz am Rechner eingeloggt zu haben und dann hast du halt immer dein Tab offen mit deinem Wunsch. Und Telegram ist die offizielle App, die der IS als Messenger nutzt. Ach, gibt's den noch? Der ist gar nicht mehr so cool wie noch vor ein paar Jahren, ja, oder? Ja, der ist ja jetzt wie Taliban, ne? Ja, so schnell kann das gehen. Oh. Den coolen Jugendlichen. Zwischenzeitlich haben die ja mal ganz geil einfach im Voice-Chat im PlayStation Network miteinander geredet. Mm. Also sie haben dann so eine Runde Call of Duty gespielt und dann da im Voice-Chat geredet. Na, ich meine, das ist ja halt auch, was ich vorhin so angesprochen habe, dass es so viele Spiele gibt mit Messenger-Apps quasi oder Messenger-Funktionen. Mhm. Also jedes zweite, keine Ahnung, Shoot-em-up-Spiel hast du halt irgendwie die Möglichkeit, dich einfach nur einzuloggen und du musst ja gar nicht spielen, kannst schon irgendwie deine Gruppen, deine einzelnen Personen, du kannst Daten teilweise verschicken und Sprachnachrichten, Normaltext und sowas. Und das enthebt sich ja allen möglichen normalen Messenger-Apps so. Und dann kannst du es natürlich auch auf dein Handy runterladen und kriegst halt nur die Nachricht von wegen, dein Team braucht dich so. Und dann, also du kannst ja über alles, oder keine Ahnung, Facebook-Messenger. Ja, das sind diese ganzen Apps, die so diese Push-Notifications haben, das ist ja auch nur, um den Leuten halt dieses Gefühl vorzugaukeln, so ey, da sind echte Leute draußen, die sich für euch interessieren. Ja, werden die Bots eigentlich immer besser? Kann man sich mittlerweile mit Bots gut unterhalten? Sollten eigentlich. Also ja, diese Bots besitzen eine ähnliche Technologie, also so Sprachanalyse, so Tools wie Watson. Ja. Und das sind ja oft die Basis dafür. Und es ist natürlich, wenn der Bot die Antwort nur aufschreibt, ist es natürlich einfach viel einfacher, Menschen zu täuschen, als wenn er die sagen muss. Weil mit gesprochener Sprache ist halt immer noch, klingt das aber noch ein bisschen hölzern. Mhm. Aber aufgeschrieben können die halt schon viel Arbeit machen, ja. Also ich habe mich vor ein paar Jahren mal mit so einem WeChat-Bot unterhalten. Mhm. Das war schon gruselig. Also wie der so relativ schnell in so einen Durchschnittssprech kommt. Ja. Also wie der echt so dich natürlich analysiert hat, wie du schreibst. Ja. Und das dann so versucht hat zu kopieren, dass er halt auch irgendwie lockerer wurde und sowas. Ja, aber der hat eine riesen Datenbank, um das zu machen. WeChat ist doch irgendwie ganz Asien, oder? Ich glaube, es kommt aber aus China und da ist es die App für alles. Also hier ist es ja nur ein Messenger. Also okay. Ja, ich dachte irgendwie, aber dann war es wahrscheinlich dein Hals. Okay. Fein. Hier ist ja nur ein Messenger, aber in Asien ist es halt PayPal, Zeit, Facebook, Deliveroo, Uber, alles in einem. Ja. Aber ist das nicht dann auch quasi Ziel von WhatsApp? Also kann man mit WhatsApp nur mittlerweile schreiben? Ich glaube, Zahlen kannst du damit inzwischen auch. Okay. Aber, naja, aber ich meine, was heißt hier? Also ich meine, WeChat ist halt eine App von der chinesischen Staatsregierung. Ist es so? Ja, ja. Okay. Also ich meine, die haben halt die Kontrolle über das Internet und haben jetzt neulich auch erst wieder stärkere Zensur-Dinge ins Leben gerufen. Also das ist schon kein irrigierten Penis verschicken. Ja, sehr zentral gesteuert. Außer der irrigierte Penis ist vor der chinesischen Flagge. Hm. Und hat eine Kurzhaarfrisur. Ja. Aber apropos Snapchat. Snapchat, was war das nochmal? Snapchat ist die App. Das ist jetzt nicht das, wo die lustigen Gesichter machst, doch, ne? Doch. Die lustigen Gesichter, aber die App kommt eigentlich. Die hat eigentlich begonnen mit Konversationen, die sich nach 30 Sekunden oder irgendeiner voreingestellten Dauer gelöscht haben. Aber das haben doch etliche Messenger mittlerweile auch drauf. Ja, ja, die haben es alle von Snapchat kopiert. Okay. Das ist ja im Prinzip ganz interessant, aber ganz ehrlich, außer wenn ich die mal einen Zugangscode für Nüsse oder sowas schicke, nutze ich niemals diesen Selbstzerstörer. Und deswegen haben wir keinen Zugangscode mehr. ja, aber wir schicken uns ja auch eher selten Penisbilder.
Selten, ja. Das hätte Präsident Trump vielleicht auch mal machen sollen, als er die Stormy Daniels geschickt hat. Ah. Hat die übrigens das? Super lustig auf Twitter ist. Ja? Ja. Oder ist ihr mittlerweile, keine Ahnung, ihr Medienhintergrund so lustig? Die Leute, die sie unterstützen oder jetzt da Geld ziehen, Manager? Nee, sie hatte ja auch immer so schnippische Kommentare auf Hate Mail. Auf Hate Mail? Ja. Was ist Hate Mail? Naja, wenn Leute halt schreiben, Schlampe, ja. Ach so, generell auf Hate Mails. Ja, ja. Ach so, ja. Ich dachte jetzt, Hate Mail wäre halt wieder irgendwie nein, so ein Messenger. Nein. Das wäre natürlich auch geil, Hate Mail. Ja. Wo sich die Leute nur noch ankacken. Nur essen. Großbuchstaben, nur Trolle. Hurensohn 3000. Nice. Ja, okay. Welche, vielleicht kommen wir mal wieder zurück zur eigentlichen Frage, welche die beste, naja, er hat ja gar nicht gesagt Messenger-App, sondern er hat ja gesagt, welche quasi die beste Kommunikationsmöglichkeit gerade ist. Eine der besten, da war ich ja sogar mal beim Casting, das fand ich sehr, sehr lustig, weil das wurde halt so angesprochen von wegen, irgendwie so eine Autowerbung, ging es darum von wegen geilste Kommunikationsmöglichkeit heutzutage, neueste Technologie, krasse App, fühlt sich total real an und zwar miteinander sprechen war dann so der Gag. So, und dann sind die halt mit dem Auto halt irgendwo hingefahren. Nee, ich meine aber, ja. Ist das nicht noch das Beste, wenn man sich gegenseitig anschaut, das Gefühl des Gegenübers bekommt? Klares Nein. Ja gut, du. Gibt's ja auch, von, aber guck mal, du magst nicht telefonieren. Richtig. Du magst echt nicht gern schreiben. Richtig. Du magst ja überhaupt nicht kommunizieren. Also richtig. Ich glaube, deine Frage beste, ging genau an die richtige Adresse. Also deine Lieblingskommunikationsmöglichkeit ist halbe doch ein Sarg, eine halbe SMS. 72 Zeichen. Ja. War 144? 160 war es. 160, damals. Echt? Ich weiß nicht, vielleicht hat es sich geändert. Nee, Twitter sind dann, glaube ich, 144. Ach, Twitter. Gibt es das noch? Das nutzt ja auch keiner mehr, oder? Wie? Naja, ich meine, wenn ich irgendwie Leute stalke und dann auf deren Twitter-Seite gucke, dann steht es von wegen letzter Eintrag 2015. Weil das in Deutschland keiner mehr nutzt. Ja. Ich meine, du nutzt es doch bestimmt nur noch, um irgendwas zu lesen. Du benutzt es ja nicht aktiv, dass du sagst, hey, Freunde! Manchmal. Außer natürlich, wenn du für Nüsse fütterst. Ja, außer wenn ich, ja, richtig. Nö, ich benutze Twitter schon. Also Twitter benutze ich häufiger als Facebook. Ja, Facebook ist ja auch tot. Facebook ist für Ü60, die mit dem Camper durch Südtirol fahren. Und dann sowas sagen wie, ich muss dem Waldemar und unserem ganzen Kegelclub jetzt noch die Fotos hochladen, sonst sind die kribbelig. Nice. Und genau das passiert ja dann auch. Also es hat sich ja verabschiedet, als die Kinder in der Schule gemerkt haben, Mama nutzt das auch und dachten, scheiße. Also ich meine, wie viele Kinder nutzen Messenger-Apps als komplette sozialen Netzwerk? Ja, das stimmt, aber das haben die Apps ja auch schon rausgefunden. Ja, deswegen halt schalten die auch immer mehr Werbung. Genau, und dann bist du halt bei WhatsApp die ganze Zeit mit Status und Foto und hast eigentlich das, was du nur noch haben willst als Kind, schnell irgendwelche Informationen oder als Teenager irgendwie so hochballern und guck mal das und guck mal dies. Bloß irgendwas, wo die Eltern nicht sind. Das ist natürlich wichtig, dass man sich irgendwie absondern kann und nicht mit der Mama in irgendwelchen Gruppen sitzt. So. Also kommt auf unser soziales Netzwerk Nüssebuch. Ja, ich meine, solche Messenger-Dinger werden doch eigentlich nicht mehr so genutzt, oder? Ich meine, du könntest ja auch über Facebook. Also ich benutze den Facebook Messenger schon noch recht häufig. Okay. Einfach auch, weil jeder, der bei Facebook registriert ist, den Messenger hat. Welche hast du noch? Welche Kommunikationsmöglichkeiten neben. Oh, er haut überall gegen. Welche Kommunikationsmöglichkeiten nutzen alle? Facebook Messenger und Telegram und die iPhone-App Nachrichten, die halt eigentlich der Zugang zu SMS ist, wenn ich mit Leuten Videos schreibe und andere Leute, die auch ein iPhone haben. Da sind die Nachrichten dann blau und du kannst auch Dateninhalte schicken. Aber du schreibst auch via Telegram mit mir. Ja. Aber wenn ich dir eine Nachricht da schicken würde, zum Beispiel in der Zeit, als dein Telefonbildschirm rausgefallen ist. Ja, das passiert. Ja, das ist passiert. Es war kalt draußen und drinnen warm. Ja. Und ich habe gelernt, dass das irgendwie so formschlüssig eingebaut wurde. Nicht geklebt, nicht geklemmt. Ich glaube, das habe ich alles schon erzählt. Kann das sein? Das glaube ich auch. Ja. Aber vielleicht haben wir ja neue Zuhörer hier. den dritten, der jetzt plötzlich wach und
wieder eingenickt ist. Der sitzt spätestens auch Gott, wieder hier dürfte kein LKW-Fahrer zuhören. Die Jungs haben mich nicht wachgehalten. Oder die halt sind, wir sind das größte Argument für automatisiertes Fahren. Ja. Und es ist trotzdem sicherer, auch wenn Uber gerade jemanden platt gemacht hat. Was, schon wieder? Naja, aber es ist ja, doch immer noch... Wie viele Passagiere sind da im Uber verunglückt, als ein Mensch am Steuer saß? Ich finde das so gut, wenn da halt irgendwie so Kommentare sind, siehst du das ja gar nicht und wie gefährlich und bla. Und du dann halt daneben hältst, wie viele Menschen jeden Tag auf Straße. Ja gut, aber das sind ja Menschen. Die besten Argumente, immer noch geatmet. Ja, okay, du, das ist alles, was du nutzt? Das ist alles, was ich nutze, ja. Was benutzt du denn? Und Text. Du schreibst auch ganz normal SMS, oder hast du schon gesagt? Ja, genau, das meinte ich mit dieser die Nachrichten-App, das sind halt SMS. Und wie oft telefonierst du? iMessage. So selten wie möglich. Selbst wenn du mit Kunden telefonierst, ist immer geil. Dann gehst du erstmal ein paar Schritte weg und dann hört man, ja, Sebastian, ja, ja, was denn? Ja, kann ich machen. Ja, ja, kein Problem. Ja, okay, gut, tschüss. Ja. Jeder okay. Atemzug ist schon, du nimmst mir Lebenszeit. Lebenszeit, du nimmst, ich hasse dich. Hast du dich? So was. Die zweithäufigste Frage, die Leute mir am Telefon stellen, ist auch tatsächlich, störe ich dich gerade? Das mache ich aber... Die häufigste ist, was hast denn du an? Ja, weil ich Telefonsex mache. Da ist er wieder. Ich frage tatsächlich sehr oft, störe ich. Aber das ist, glaube ich, einfach so ein Kommunikationsmittel, so vielleicht auch so ein Übersprungsding. Dass das man, neue Hallo. Ja. Ich meine, aber kennst du das nicht, wenn du mit jemandem telefonierst und möchtest... Ach nee, Quatsch, kennst du gar nicht. Klingt nach dem Einstiegssatz eines Telefonverträges. Ja. Störe ich gerade? Gut, dann kann ich mit Ihnen ja vielleicht mal kurz über Staubsauger reden. Ich habe den Vorwerk 3000 im Tau. Vorwerk, gute Marke. Geht nicht kaputt. Wenn Sie einmal kaufen, habe ich Pech gehabt, weil ich glaube, meine Stiefoma damals hatte so ein Ding, das saugt dir echt... Ich glaube, den Teppichkleber noch, bevor der Teppich rausgesaugt ist, weg. Gruselig. Ich weiß auch nicht, wofür es gemacht ist, weil eigentlich ist es ja viel zu saugstark. Das ist doch der industrielle Zweck eigentlich. Also wenn ja, wahrscheinlich hat er meine Oma den Industriestaubsauger. Aber ich meine, nee, klassisch sind doch die ganzen Vorwerkdinger. Also ich habe Laminat weggesaugt. Wenn du ein Hotel hast oder so, dass du halt einfach schnell den ganzen Hotelflur abgehen kannst in 10 Minuten. Da sollte ich Jan mal fragen. Der hat ja von der Pike auf gelernt. Nee, aber ich meine, zu Hause ein Vorwerk ist schon echt ein dekadenter Luxus. Oder ein Dirt Devil. Ist das nicht das Pendant? Wolltest du denn nicht mal den Nasswischroboter? Ist das ein Dirt Devil? Ich glaube, das war ein Dirt Devil. War das dieser ganz flache? Ja. Und der hat bestimmt nur diese ganz leichten, Stell dir vor, er hat jetzt zwei davon gekauft, hat sich raufstellen können, während du durch deine Wohnung gewischt wirst. Oder war das Ende der 90er oder Anfang 2000, als diese Robo Wars bei RTL 2 liefen? Oh ja. Oder Robot Wars hieß es, glaube ich, ne? Oder so. Ja. Wo waren wir gerade? Du hast. Wir kommen immer weg ab vom Thema. Okay, das waren deine. Was hast du denn noch so drauf? Ich habe, glaube ich, auch nicht mehr, außer. Also, Text, telefonieren. Dann auf dem jetzigen ist sogar noch Threema drauf. Telegram. Line? Hast du von Line? Nee, nicht gar nicht Line. Wire. Hast du davon mal was gehört? Nein. Und WeChat habe ich tatsächlich drauf. Um mit deinen chinesischen Geschäftskontakten zu reden. Ja, genau. Also bei WeChat... Hey du, Tanzgroßer weißer Mann. Ist halt echt dieses... wie ist dieses... wenn man... diese Videotelefonie ist echt stabil. Das, ja. Aber das gibt es auch bei Telegram. Oder gibt es bei allen wahrscheinlich, ne? Ja. Telefonie ist mittlerweile nur. Okay. Nee, aber... Skype gibt es ja auch noch. Stimmt. Eine App, mit der man theoretisch auch chatten kann. Das hatte ich neulich mal mit einer Kundin, wo ich irgendwie dann meinte, so, ja, vielleicht skypen wir mal ganz kurz. Und weder sie noch ich hatten noch unser Skype-Passwort. Weil man es halt einfach deswegen so ewig nicht mehr benutzt hat. Weil ich habe es damals auch, glaube ich, verkackt und habe halt meinen Namen und da hatte ich es irgendwie falsch und da habe ich einfach einen neuen Account. Ich habe, glaube ich, drei Accounts. Und ich glaube, bei einem bin ich noch eingeloggt, also mit Passwort, das, was ich halt auch nicht mehr weiß. Also einen alten AOL-Rechner. Ja, wahrscheinlich. Das ist auch irgendwie so eine... Hast du auch noch so verrückte alte E-Mail-Adressen? Sowas wie ja. Sebbel87-B
BCW oder sowas? Ja, ja, ja. Oder geil war es ja auch damals bei Web.de oder sowas, wurde dir mal vorgeschlagen, aus deinen Initialen oder irgendwie aus deinen ganzen Daten, die du eingegeben hast, und gesagt, wie wäre es für dich mit Wassermäulchen 93? Meine erste E-Mail-Adresse, könnt ihr auch mal Mails schreiben, gucken, was es noch gibt, war jessiebluoutright@aol.com. Nice. Benannt nach dem Outrider Jesse Blue aus Saber Rider. Das ist ja geil. Ziemlich geil. Ne? Meine erste war vivo@amo@web.de. Da mal die ganzen Penisfotos hinschicken. Es war, glaube ich, aber nicht der Full-Member-Account oder was. Also sollte relativ schnell voll sein. Oh ja, stimmt. Das war auch noch eine Sache damals. Du kannst erweitern. Und ich glaube, da war es so eine monatliche Erweiterung, die dann immer wieder neu bezahlt werden musste. Naja, ich glaube 9,95 oder so im Monat. Das ist gar nicht mehr so günstig. Das ist gar nicht mehr so günstig. Ja. Nee, sonst... Wenn ihr überlegt, was ich für 9,95 im Monat bekomme, ein Abo von Für Nüsse. Genau. Und ihr habt noch die 9,95 in der Tasche. Und es gibt vielleicht sogar eine Hand Nüsse dazu. Von 9,95 gibt es reichlich Nüsse. Von Bayer. Jetzt mit Monsanto zusammengeschlossen. Dann werden die da bestimmt mal so richtig große Nüsse züchten. Hast du mal gefaxt? Nee. Das fand ich immer kompliziert, als man irgendwelche Verträge auflösen wollte. Und dann hieß es immer nur per Fax. Ja, ich habe faxen lassen, ja. Ja, also ich bin dann halt auch immer zu irgendwelchen komischen Kiosks gelaufen und habe dann halt da für bestimmt 30 Cent, 50 Cent einen Fax weggeschickt. Das Internetcafé in der Warschauer hatte das auch mal. Nicht Warschauer, Frankfurter. Ja, ich bin immer zu einem Hundefriseur, Atomphysik und Reiseleitung und sowas. Da kannst ja diese Geschäfte, wo alles drin war. Ich möchte nach Afrika telefonieren, ich leih mir diesen Film aus, ich möchte ein paar Brötchen kaufen, ich möchte eine Reise buchen. In alles dem Internetcafé bin ich mal irgendwann vorbeigegangen und da saß jemand, hat sich schön Pornos angesehen. Ja. Ach so, in dem großen. Ja. Ja. Das habe ich auch schon gesehen. Am offenen Fenster. Ja, genau. Also wirklich auch nicht irgendwie so abgeschlossene Kabinen, sondern am Schaufenster. Ich habe dann schon gedacht, weil ich das öfter gesehen habe, ob das nicht ein Fetisch ist. Also an der Hauptstraße sich hinsetzen, schön den, weiß nicht, 40 Zoller da zum Fenster drehen und dann auf Hamster, X-Hamster irgendwie einfach mal so ein paar Märchenfilme laufen lassen. Oh. Ja. Aber was ist das jetzt für, eigentlich ist ja, die beste ist wahrscheinlich auch die meist, also die beste ist die, die du wahrscheinlich für dich, E-Mails, ne? Du schreibst, ich glaube, ich schreibe am meisten E-Mails. Ja, ich schreibe noch ein paar, müssen ja auch noch die eine jetzt fertig machen gleich. Oder? Ja. Obwohl am meisten auf jeden Fall, also am meisten nicht, am meisten bin ich, glaube ich, bei Telegram. Okay. Ja, bei Telegram schreibe ich nur mit dir. Nur mit dir, Schatz. Nur mit dir. Das ist ein super Gag für alle, die Toast of London nicht kennen. Ich glaube, das haben aber auch andere schon geschnallt, weil das wurde schon x-fach im Radio gemacht. Okay. Also das habe ich auch schon woanders gehört, weil das ist jetzt nicht so mega kreativ, dass man da irgendwie eine bestimmte Serie sehen muss, um das zu schneiden. Nee, aber also tatsächlich den und den Facebook Messenger, das sind die ich am häufigsten benutze. Echt? Ja. Okay. Ja. Und ansonsten seriösen Kontakten schreibe ich dann entweder eine SMS oder eine iMessage. Also ich würde sagen, bei mir ist E-Mail. Echt? Wie schreibst du denn mal E-Mails? Naja, ganzen Bewerbungsscheiß oder halt Rechnungsscheiß, wenn du irgendwelche Nachfragen oder zu... Das am meisten bei dir? Ja. Na, ich schreibe am Tag ja nur, keine Ahnung, dir so 3, 4, 5 Telegram. Also wenn ich jetzt eine Nachricht, also eine Telegram-Nachricht... Ja. Ist äquivalent zu einer E-Mail, dann glaube ich nicht. Weil wir ja manchmal so würde ich das werten. Pimmel, Gesicht, Haar, so ein Scheiß. Das kann ich jetzt nicht, da kann ich das nicht gleichsetzen mit, keine Ahnung, 50, 100 Zeichen E-Mails. Das kann ich dann nicht gleichsetzen. Das ist irgendwie, ich meine, klar, wenn ich das so machen würde, alles abgeschickt, dann ist es Telegram, weil wir uns halt oft echt den dümmsten Scheiß einfach schreiben müssen. Ich bin bei E-Mails auch kein, allein schon, wenn ich Leute anreden muss. Da habe ich schon überlegt, ob ich das nicht in der Signatur packe, der sage, ach übrigens, ich habe sie mit freundlichen Grüßen verabschiedet und mit sehr geehrt angesprochen. Das ist aber wie oft, also ich bin auf so einer Plattform registriert, wo du jedes Mal, wenn du eine persönliche Nachricht startest, beginnt die mit sehr geehrter. Achso, das ist schon vorgefertigt. Aber ich spreche nie jemanden damit sehr geehrter an. Okay.
Außer natürlich, wenn du mit dem Finanzamt oder mit dem. Ja, aber ich meine, aber in diesen persönlichen Nachrichten-Ding da. Ja. Und deswegen, ja. Also wirklich, und dann halt auch so. Und herzlichste Grüße. Ach, was sind das für eine vorgefertigte. Meine Agentin meinte irgendwann mal, ich sollte die Anrede Moin weglassen. Aber machen wir was anderes. Machen wir irgendwie so, liebe Penisheimer. Ja, genau. Nee, hey, meine Sportsfreunde! Charlotte Siebenrock, also was, die mag das nicht, wenn du Moin sagst. Okay. Und das ist dann halt, wenn du das anfängst, dann finde ich, dann verändert sich auch der Rest. Also wenn du halt dich in so eine Form reingibst, dann sagst du auch nicht mehr von wegen, da schreibe ich auch nicht, wie ich gerade denke. Hab gesehen hier das Projekt, voll interessant, bla bla bla, sondern sagt, mir ist so Ohren gekommen, dass sie in dem Projekt bla bla das Casting übernehmen, was ja unheimlich interessant ist, da in diesem Bereich ja auch bla und so ein Scheiß, dass ich das dann halt aufgrund der Anrede übernehme und dann denke ich, ja geil, jetzt habe ich mich selber irgendwie, weil derjenige liest das ja auch wie 100 gleiche Mails, dann ist doch eigentlich Moin mal vielleicht ein kleiner Unterschied. Und der liest das ja auch in der Stimme unseres Praktikanten. Ja. Lieber Herr Pimmelmann, genau. Mir ist so angekommen, dass Sie hier ein sehr interessantes Projekt haben. Ich habe so Angst, mir die Seuche zu holen, ey, weil du alle 3 Sekunden da irgendwie so einen Glibber rausklatscht. Das ist echt schon besser. Oh Gott. Sag mal, wie machst du denn eine Viertelstunden-Moderation mit so, also sprühst du dir vorher was? Direkt Ibuprofen in die Augen oder so? Ipalat. Ja, das ist ja nur so eine Lutschkacke. Ja, aber das ist was Hartes. Macht die Stimme einigermaßen frei und dann trinke ich davor noch mal ein bisschen eiskaltes Wasser. Ja, und das hält eine Viertelstunde durch? Ja. Aber auch schon manchmal, dass du so einen roten Kopf kriegst und denkst, nee, tatsächlich. Ist das zu Ende gekommen oder sowas? Es hilft auch wirklich, dass der Raum ein bisschen kühler ist. Also ich meine, hier ist es auch schon besser. Wie gesagt, ich habe vorher darüber geredet. Der Vorraum. Das ist die absolute Hölle. Ja, aber du hast auch gesagt, dieser kleine Raum mit 8 Leuten und einer heizt schön, hast du da schnell trockene, warme Luft. Ja, eben. Deswegen heute war auch so, warum husten denn hier alle? Ja. macht mal zum Test bei euch zu Hause alle Heizungen auf 5. Stellt euch in den Raum, macht alle Türen zu und dann guckt mal, wie lange ihr ohne Husten durchhaltet. Und vorher schön die Augen und den Mundraum ausfüllen. Ja. Das war jetzt in meinem Backofen, war es schon feuchter als in dem Raum. Ja, was haben wir sonst noch so an wegen Rauchsignale? Rauchsignale. Oder könnte ich ein SMS via Rauchsignal? Oder aus dem Fenster schreien, wie wir es gerne mal machen. Ja, ich höre dich ja nur, aber du schreist ja nicht mit mir, sondern mit deinen Nachbarn. Ja, das stimmt. Die sind das bringt aber auch nichts. Heute hat mein Nachbar auch wieder dann so mittags angefangen, so Prollrap zu hören. Und ich dachte halt sofort. Du bist ja wie Oliver Kalkofe, der so mit 57 meint, die Jugend macht halt einfach zu aggressive Musik. Ja, wann bist du denn so schnell gealtert? Aber der hatte ich halt sofort in das Bild so, ja, der typische Hartz-IV-Assi. Ja, ich weiß ja, dass er Rap-Musik hört. Morgens um 11:30. Okay, das heißt, ich habe vorhin was gehört und ich dachte von wegen, das wären die Handwerker gewesen, die halt so einen, weiß nicht, Bluetooth-Lautsprecher draußen hatten. Die haben auch ein bisschen Musik, aber das ist nicht so laut. Also, beziehungsweise das höre ich hier drin nicht. Okay. Jetzt ist halt, ich habe es in meinem Badezimmer gehört, also da, wo die Wand zu Asi McG ist. Asi McG. Mhm. Ist ja der Typ, der immer in Boxershorts zum Beispiel, das habe ich auch irgendwie eigentlich mit den 90ern vermuten, der noch in Boxershorts und oben ohne immer ganz nach am Rechner sitzt. In so einer geilen, Nerdbeuge. Genau, ja. Also deswegen tritt ihr so nach. Kumpel. Ja, also schreien, Freunde. Ja, schreien ist auch ganz schreien. Ja. Oder halt wirklich mal mehr Briefe schreiben. Aber es gibt ja auch die nonverbale Kommunikation. Einfach mal einen Blick. Genau. Das wäre jetzt eine Mischung aus, willst du mich verarschen und ist ganz schön geil. Das überlasse ich jetzt eurer Fantasie. Das sind deine beiden Augen. Die sind total unterschiedlich. Da gibt es einmal die rationale Seite und die Gefühlsseite. Und die rationale Seite, die war gerade total verhasst. Und die Gefühlsseite, das ist Quatsch, sagt die Hirnforschung. Ja. Ich hoffe, da ist dann auch so ein Wesen. Ich bin die Hirnforschung. Das ist Quatsch. Das Wesen ist offensichtlich so ein Gehirn wie Krang. Schredder! Ach, die sind ja auch in einer Phantomzone gefangen, ne? Ja. Ach, verdammt.
beliebter Sammelbegriff für alles rund um Bielefeld. Ja. Was ist eigentlich mit den guten alten Laufburschen? Wie die Drogendealer und sowas, Mafia-Bosse gerne genutzt haben, ja. Dass du sagst von wegen, hier, der kleine Marcello kommt vorbeigerannt und sagt mir, ich habe gehört, an der Straße, bla bla, sind wir drei rote Autos, da bestimmt sowas, so eine Kommunikation, weißt du, dass das halt Hörensagen, dass man das halt irgendwie dorfplatzmäßig weiterträgt, Buschfunk, so ein Zeug. Da sind ja auch mal die besten Sachen entstanden. Jetzt hast du ja letztes Mal auch irgendwie gemeint, das alles wird immer gerne verifiziert, wenn man so früher gesagt hat, keine Ahnung, irgendein blödes Beispiel, viel trinken reinigt die Niere, also kann ich viel Bier trinken oder sowas. Ja, wo steht denn das? Ja, hat man gesagt. So, und dann wird das erstmal so akzeptiert. Jetzt wird sich hingesetzt und dann googelt, das ist übrigens Quatsch, habe ich gehört. Bei uns in der Schule, ich meine, das so war in der Schule so, wenn du Sonic the Hedgehog in 3 Stunden durchspielst, kannst du als Mario spielen. Genau. Und so. Du konntest, selbst wenn du wusstest, das ist das dümmste Arschlochkind aus der 6B, mal 3B, konntest du es ja nicht beweisen. Ja. Gab ja damals nicht. Weißt du, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber damals haben wir uns im Unterricht Zettelchen zugeschickt. So von wegen irgendwie, und das Geile ist, es hat oft funktioniert, dass die Leute es nicht gelesen haben. Es stand dann nur irgendwie drauf, keine Ahnung, an Jenny und dann, reich mal durch, an Jenny, reich mal durch, geh mal weiter. Dann hier weiter, hier. Und das haben auch viele mitgemacht, weil das einfach viele selber gemacht haben und man dann halt auch loyal war, wenn der an einem vorbeiging, dass man nicht sagt, hier, Herr Irrgang, der gibt schon wieder einen Zettel, ich glaube, das ist hier nicht erlaubt, oder? Sondern man hat gesagt, ich glaube, das ist heute alles tot, was ich die ganze Zeit unterm Tisch WhatsAppen. Ja. Aber was wir damals halt nicht machen konnten, immer ein kleines Polaroid vom Penis beilegen. Das können die jetzt schön machen. Das stimmt. Also Polaroid war ja auch mega aufwendig gewesen. Ich damals doch einfach mit was machst du da? Kamera dann schön eine Woche in die Entwicklung geben. Na, aber Polaroid wäre so einfach instant, sofort. Ja, aber hattest du eine Polaroid-Kamera? Nein, aber mein Stiefoma. Ah. Wo sie dann auch irgendwann sagte, kann ich mir die Polaroid-Kamera übers Wochenende ausleihen? Die hat dann immer gesagt, die habe ich dann nicht mehr genutzt. Also die Bilder, die waren jetzt viel zu teuer. Die waren ja viel zu teuer. Das stimmt aber. Ja, waren ja auch. Ja. Aber das war ja vorher bekannt. Das Geile ist so, erstmal kaufen, wo du dann halt 20 Fotos mitmachen konntest und danach, ja, ich hole mir noch welche. Ja, 20 Fotos, ja, 25 Mark. Was? Ja. Ne, dann nicht. Ja. Oder schön mit der ersten Kamera irgendwelche Fotos machen und sich nicht überlegen, dass am Ende ja bei der Entwicklung und dem Eintüten bei Rossmann nicht unbedingt überall nur Roboter tätig sind. So der eine oder andere die Dinge ja auch mal gesehen hat. Hätte ich ja irgendwann auch gedacht, ach, diese ganzen Suff-Fotos, die da schon geteilt wurden, ach, unangenehm. Darauf habe ich analog immer verzichtet. Naja, aber ich meine, da uns 5 Jahre trennen, gab es dann halt schon in der Gruppe immer so einen, der halt irgendwie eine Digicam dabei hatte oder sowas, als sie dann rauskam. Ach, und die entwickelt. Genau, damit dann halt die ganze Gruppe, die dann irgendwie dann auch richtig so kriegt. So, und solche Dinge. Also ich glaube, das war noch so drinne, weil man generell Fotos entwickelt hat man auch die ersten Digi-Fotos dann entwickelt. Und die waren ja dann total schlimm. Ja. Also war ja dann halt, also jeder hat dann irgendwie noch so ein, keine Ahnung, so ein Kodak-Kompaktautomaten gehabt und die waren halt 1000-mal geiler und die ersten pixeligen Digicam-Fotos ausgedruckt irgendwo, alter Finder, das konntest du nur erahnen, das waren nur so schemenhafte Dinge. Also wenn man halt analoge Qualität gewohnt war davor und dann halt den Umstieg macht. Ja. Aber was würdest du denn sagen, ist die beste für dich, da du ja eigentlich voller Kommunikationsflummi bist? Oder beziehungsweise, was könntest du denn so... Weil ich keine Geheimnisse habe, ist die beste Kommunikations-App für mich Twitter. @fürnüsseport. Ach. Ja, ich dachte jetzt, ich wollte noch einen nachlegen. Ich dachte, ja, diesen geschäftigen Oscar Brown, das halt irgendwie... Du weißt, wie busy er durch die Welt ist. Ich sag, bleib bei Telegram, vor allem, weil man bei Telegram jetzt das Design ändern kann. Nice, Hintergrundbildchen, ja. Nee, nein, du kannst das generelle Design des Messengers mit der Farbe Dark der Textblasen und der. Ja, aber das ist ja auch schon ein paar Tage älter. Ja, aber. Und das ist auch nicht nur bei dem so. Revolutionärer Schritt für Telegram. Kann man die Schriftgröße ändern, dann geht's richtig los. Und fett und kursiv? Dann bin ich dabei. Jetzt kann der IS die Nachrichten auch im Dunkeln besser lesen. Oh, kann ich die auch verschlüsseln? Dass sie ankommen und ich muss die erst entschlüsseln? Das macht dann dein Handy für dich, also die Peer-to-Peer
Verschlüsselung. Ja, aber es wäre doch viel schöner, wenn ich das optisch, wenn ich das halt das, auch so psychologisch anreize. Da das heißt ein Gewürz. Und dann macht. Dann heißt. Du kannst ja so eine. Du schreibst zweimal das Alphabet auf und dann verschiebst du es so ein bisschen. Oh. Dann kannst du es selber machen, händisch. Das hatten wir damals im Unterricht, ich weiß nicht warum. Das haben die Römer mal gemacht. Ja. Also historisch. Ja, ich meine, also wird aber Geschichte warum gewesen die sein, denn, oder? Ja, ich meine, das kann man doch kurz erzählen und nicht da halt irgendwie eine Woche lang sich gegenseitig irgendwelche Codes rumschicken. Ja, was willst du denn den Kindern alles erzählen? Du kommst aber der ganzen Weltgeschichte in einer Woche durch. Aber wenn ich überlege, was Männer als eine Woche wie Geschichte leicht gab. Das als Lehrer da durchzupimmeln ist. Also ja. Ich meine, ich weiß immer, wie Herr Glenewinkel uns gesagt hat, das war unser Erdkundelehrer. Jungs, was haltet ihr von Topografie? Ja, alles klar. Und dann hat er halt einfach so seine Zettelchen ausgeteilt, dann hat er sich hingesetzt und dann hält erstmal die NP da aufgeschlagen, das ist die neue Presse in Hannover, und fing er erstmal an zu lesen und hat dann wieder rumgeflucht über 96 oder sowas. Und wir saßen halt Tage, wochenlang immer nur Topografie. Was ist das für ein Fluss? Das müsst ihr wissen. Holt doch mal einer die Atlasse, holt doch mal die Atlasse vor allen Dingen. Aber mittlerweile kann man es sagen. Kann man inzwischen sogar sagen. Ja. Damals waren es noch Atlanten. Ja, und dann habe ich, glaube ich, diesen Atlantendienst oder Kartendienst generell gerne gemacht. Ich habe die ganzen Dienste unheimlich gerne übernommen, nicht wegen Noten, sondern einfach Zeit. Ich habe dann immer gerechnet, dass ich effektiv dann 30 Minuten nur am Unterricht teilnehmen kann, weil ich halt immer früh raus muss. Und währenddessen halt auch immer so abgelenkt tun schon wie konnte. So einem heißen Eisen sitzen, genau. Und auf die Casio-Armband nur geschaut. Herr Glenn, kann ich Deutschland schon mal einrollen? Ich bringe das dann. Oh, sehr gut. Guter Mann hier. Ja. Oh, da habe ich wieder verlaufen und war wieder ganz woanders. Ja, ich dachte, ich nehme eine Abkürzung in den Kartenraum im dritten Stock. Oder, dann, Oder geil, wenn du zwei Sachen kombinierst. Herr Glenewinkel, ich habe auch Fahrraddienst. Deswegen müsste ich jetzt eigentlich 20 Minuten vorher weg, weil ich erst die Karten wegbringe und dann zum Fahrradkeller gehe. Ja, sehr gut. Was hast du denn als Fahrraddienst gemacht? Du schließt einen Fahrradkeller auf. Kurz vor der Pause und schließt ihn kurz nach der Pause wieder ab, damit die Fahrräder nicht geklaut werden. Ja, das war mein Dienst. Und dann hatte ich auch noch Klassenbuchdienst. Und das hat sich in der 10. richtig gelohnt, bis wir dann gemerkt haben, dass unser Klassenlehrer damals alle Unentschuldigten halt aufgeschrieben hat natürlich, die halt gefehlt haben, und dann mit einem schwarzen Kugelschreiber einfach nur ein E hintergesetzt hat für entschuldigt, wenn er dann irgendwann mal eine Entschuldigung gekriegt hat. Na, und dann waren wir ja plötzlich immer entschuldigt. Ja, freitags oft, wir haben so Kopfschmerzen. Echt? Was hat er dann gemacht? Wir haben eine Mathearbeit geschrieben. Och ja, man geht immer nach Hause. Ja. Ja, aber da merkst du halt auch, das ist denen ja völlig egal. Ja, also wenn Lehrer dann dich angucken und bei einem, ich habe Kopfschmerzen, sagen, ja, dann geht doch. Freunde, ich bin euer Lehrer. Eure Bildung ist nicht mein Problem. Ja, genau. Das kam dann so durch. Ja, ja, ich würde auch sagen, Oscar, bleib bei Telegram. Ja. Oder Snapchat. Gehen alle zu Snapchat und werden hippe Kids. Ja, können ja mal so einen Penismond verschicken. Ja. Darauf ein Scotch. Ja, sonst noch was? Ihr könnt uns auch Fragen schicken. Ja, genau. Das müssen wir übrigens nach vorne schicken. Also für eine Support. Aber ich habe, also eigentlich muss ich ein bisschen entschuldigen dafür, dass wir jetzt so ein bisschen unenergetisch diese Frage beantwortet haben und nicht so hardcore reingelegt haben. Das war 100% von der Energie, die ich heute habe. Das stimmt, er ist todkrank und ich war noch ganz gerührt. Ich hab die ganze Zeit geweint bei dem Musikvideo mit Oscar Brown. Warum hast du es denn überhaupt geschaut? Mir wurde es geschickt und gesagt, ist das Oscar? Und dann habe ich eingeschickt und gesagt, ja. Und dann habe ich aber auch so weinen müssen, weil das so schön ist. Und am besten fand ich, wer ist es denn jetzt? Ist es Janet Biedermann oder Julia Siegel oder wie die heißt? Weiß ich nicht. Achso. Ach, da habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Ich dachte, du wüsstest es. Aber irgendwie so eine davon. Ne? Aber eine davon war es, ne? Ach ja, die sind doch alle. Und das Beste ist, dass sie die ganze Zeit da halt irgendwie am Fenster sitzt. Die ganze Zeit in der gleichen Sitzposition und Schmerz und sonst was. Und Oscar reißt sich ja, mit den ihr Arsch hatten sie auf. Wahrscheinlich nur eine Stunde. Ja, stimmt, wahrscheinlich. Ja, da haben sie aber gut gelöst. Freunde, ich hab danach noch einen Termin beim Bravo lesen. Gibt's denn noch Bravo? Gibt's den Bravo Messenger? Vielleicht sollte sich den Oscar holen. Ja. Oscar, wenn's kannst du dir mal selbst so Live-Comic-Strips erstellen? Ja. Wie heißt denn das? Foto Love Stories. Ja, ich finde, das sollte es als Option echt geben. Da würde ich mir Mühe geben, wenn man jemanden überzeugen möchte, von wegen in die Kneipe zu gehen und sowas, dann macht man eine schöne Foto-Bier-Story und dann schickt man die. Das wäre doch mal ein heißer Tipp an die ganze Messenger-App-Generation da draußen.
Und Yvonne Katterfeld, die uns jetzt zuhört. Ja, ja. Hm. Aber du warst gerade dabei, unsere ganzen Kommunikationsmöglichkeiten, richtig, wie man zu uns kommt. Also, @FindeSupport auf Twitter. Für alle schönen Fragen da draußen. Ganz, ganz oft. Oder ihr schickt uns eine Mail an. Geht's mal kurz? findes@gmail.com. Ihr könnt auch bei YouTube. Kannst du mal bitte nicht ins Mikrofon husten? Das ist ja furchtbar. Das tut mir so leid. Ich bin sehr erkältet. Ich habe auf dem kalten LKW vorhin moderiert. Oh Gott, er ist jetzt ein Örkel geworden. Also ihr könnt auch gerne Kommentare beziehungsweise halt auch einfach Fragen unter den Videos bei YouTube beim Kanal Für Nüsse mit Dirk und Klaus setzen. Genau. Und dann die Glocke ringeln und den Daumen hoch und die Abonnenten. Was man also macht, ich habe keine Ahnung. Ja. Oder abonniert uns bei iTunes und Podcast Addict. Da heißen wir auch Für Nüsse mit Dirk und Klaus. Wie heißen wir da? Für Nüsse mit Dirk und Klaus. Es ist so lustig, weil es so trocken hier ist und der hustet sich gerade im Wolf. Also es ist ja nicht lustig. Das ist gar nicht mehr so trocken hier. Aber die Folge heißt, ich hab meinen Tee vor einer Weile ausgetrunken. Trockenes Husten. Wenn ich nicht wüsste, dass das ein Greenscreen ist. Da ist kein Auswurf dabei. Ist einfach eine Genau, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung oder empfehlt uns euch. Empfehlt uns eure Sagt halt irgendwelchen Leuten, dass wir da sind und die sollen mal reinhören. Dann können sie hier live dieses fantastische Erlebnis mit uns teilen. Macht bei Funk richtig Druck. Ja. Und bei der Metzgerei Dröge. Dröge.